Hallihallo, der Marc vom Digital Wien ist hier, bei mir ist die Anna. Hallo. Die Anna möchte den Augenbrauen ein bisschen machen. So, dann. Gut. Negative Corona-Test hast du, oder? Bist du geimpft? Nee, negativ. Test hast du, wenn du magst, kannst du die Maske auch runter machen. Wenn du dich wohler fühlst, vieles fühlt sich. Genau, du kannst ein bisschen atmen auch, denke ich mir das sagen. Ja. So, Anna hat ein Augenbrauen-Bissing schon gehabt, nicht von uns. Bin rausgewachsen, so sieht es aus, wenn es nicht mehr da ist. Es kann auch sein, sage ich dir ehrlich, ich habe es mir schon mal angeguckt vorher, dass ein bisschen zu wenig Haut genommen worden ist. Da geht es ja, ein paar Millimeter und dann wächst es raus und nicht raus. Das ist jetzt hier angezeichnet. Du hättest es da nochmal nachstechen können, aber du hast gesagt, du wolltest, wenn das Nasenbissing da ist, einfach die andere Seite haben. Ich finde es auch schöner, das Nasenbissing da, da das Augenbrauenbissing finde ich besser. Aber man hätte es natürlich nochmal nachstechen können, wenn es hätte man nochmal die alte Stelle nehmen können. Das ist nur als Hinweis für euch zu Hause. Gut, Anna. Angezeichnet haben wir es, besprochen haben wir es, dann können wir es eigentlich stechen. Dann. Hast du beim letzten Mal wehgetan? Mhm. Nicht. Überhaupt. Also ein bisschen hat es gezwickt, aber sonst krass. Wie alt bist du? Ich? 5, ja. Also bald 16, also 15. Mama hat auch gerade alles unterschrieben, alles ja, gedrückt, alles weiß ich. Ich sag's nur das Video, dass die das wissen. Weil man natürlich das ja erst mit Einwilligung der Eltern machen darf. Ja. So, jetzt will ich gerade am besten nochmal die Kamera am schönsten hinstellen. Da auch genug sehen. Meine Videos kennst du eh dazu, oder? Ja, kenne ich. So. Was machst du? Bist du Schülerin oder? Nein, ich beginne jetzt bald beim Liner zu arbeiten. Ah, was machst du da? Einzelhandel? Genau. Also Schwerpunkt Einrichtungsmöbel. Als Lehrling fängst du an? Ja, Lehrling. Also ich bin schon in der Lehre, ich mache eine überbetriebliche Lehre. Okay. Und jetzt halt in einem Übertrieb. Also. Ah. Na, spannend. Mhm. Macht dir Spaß? Ja, also ich mag das einfach. Ich weiß nicht, das taugt mir einfach so was. Was denn? Also einfach Menschen beraten und auch so, ich weiß nicht, wenn dieses Flair einfach so, also halt, wie es dort ausschaut, ich mag das einfach, ich weiß nicht. Ja, muss man mögen. Also, ja, genau. Im Möbelhaus werde ich jetzt nicht, mir wäre das zu viel Kunstlicht und zu wenig Luft. Ja. Ich mag gerne frische Luft, dann sehe ich gerne raus. Aber, und diese ganzen Wohnecken gehen mir voll auf den Keks. Aber wenn man das mag und sich da wohlfühlt, das ist jetzt schöner auch. Weißt du, dass jeder, der eine will im Piercingstudio arbeiten, der nächste beim Blumenhändler, der nächste beim Biller, der andere beim Obi und du beim Liner. Das ist ja auch schön, ne? Mhm. So hat jeder Mensch sein Ziel. Machen wir die Augen zu. Das war es schon gerade. Alles geschafft. War es okay? Alles. Oh, ich liebe mein Leben. Oh, ich liebe es. Das ist. Oh, ich liebe es. Ich kann dir vorstellen, dass du so eine tolle Mami hast, die das erlaubt, weil viele Mädchen sind, haben sehr strenge Eltern oder Mamas, die sagen wir sowas, keine Chance, Augenbrauenpiercing kommt mir nicht in die Tüte. Ich weiß, ich darf es eigentlich nur haben, wenn ich es auch hatte. Also zum Beispiel OG. Zum Beispiel Zungenpiercing darf ich nicht, Bauchnabel auch nicht. Echt? Ja. Voll lustig, aber dafür kann. Darf ich da eins haben, hier eins haben. Also was die eine darfst du haben? Ja, außer Bauchnabel und Zunge. Ja. Eigentlich leicht verrückt, aber sei froh, ist ja in Ordnung. Aber ich liebe es. Aber du darfst dich am Bauchnabel auch, da musst du gut raunzen und immer fragen. Ja. Mit 16 darfst du hier. Das ist es. Wow. Gefällt es dir? Ja, urgut. Steht dir auch gut. Ich zeig's dir mal im Spiegel. Spiegel kann ich hier schon machen. Natürlich, klar. Voilà. Dankeschön. Oh ja. Oh mein Gott. Gut? Ja. Super. Das ist die Anna. Fühlst dich wohl jetzt. So, meine Lieben, dann gerne mal kurz die Pflege. Erster Schritt ist Hände waschen und Hände desinfizieren. Ja. Klar. Dann nimmst du den Fondelin-Spray. Davon sprühst du bitte zweimal auf die Augenbrauen drauf. Lass den Spray so 30, 40 Sekunden einwirken, damit auch antibakteriell wird. Dann nimmst du eine Küchenrolle. Die Küchenrolle machst du feucht damit. Okay. Und wischst oben und unten das Piercing sauber ab. Okay. Keine Wattestäbchen, kein Klopapier. Dann nehmen wir Fondelin-Gel. Da reicht ich einen Tropfen oben und unten drauf. Okay. Und wir bewegen das Piercing vorne zurück, damit der saubere Stichkanal reinkommt. Okay. 3 Wochen machen wir das zweimal am Tag, dann 3 Wochen einmal am Tag. Okay. 6 Wochen am Stück, damit es nicht schief geht, ist es schief geht. Okay. Wir sehen uns in 6 Wochen nochmal zum Kontrollieren. Wenn da Urlaub ist oder bei dir, dann kommst du in 8 Wochen, ist auch nicht so schlimm. Okay. Ungefähr. Und
Da ist aber die Pflegeanleitung. Dankeschön. Schwimmen gehen bitte nur bis hier. Ja. Ausnahme ist Meerwasser, da kannst du untertauchen. Okay, und wenn du Salzwasserpool hast, kann man auch tauchen. Perfekt. Aber die anderen Sachen werde ich nur bis zum Hals gehen. Okay. Super, Anna. Danke. Ich danke dir. Mach uns zufrieden. Dankeschön. Hat mich gefreut. Ich danke dir. Danke euch fürs Zuschauen. Tschüssi. Das war die Anna. Baba. Ciao, ciao.